Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Abenteurer. Wunderschönen guten Tag. Wir haben den Siepen Micro 2 Slider ja schon eine ganze Weile und mittlerweile hat er einen großen Bruder bekommen, und zwar den Micro 2 E800. E steht in dem Fall für elektronisch, denn der hat einen Motor vorangebaut. Wir haben diesen Micro 2 Slider sehr lieben gelernt. Aber mit den Motoren, und so viel muss vorab gesagt werden, vor allem mit der Steuerung tun wir es ein bisschen schwer. Wir sind Marius und Joscha, ein Kameramann und ein Regisseur. Wir machen Comedy, Musikvideos und Werbung und sind außerdem Geschäftsführer der Firma Supersteady aus Köln. Hier nehmen wir euch mit, hinter die Kulissen und hinter die Kamera. Auf die New Adventures, denn jeder Dreh ist ein Abenteuer. Wir haben vom Siepen beide Modelle geschickt bekommen zum Testen. Geld ist keins geflossen, aber wir müssen die Teile auch nicht zurückschicken. Meine Slider-Erfahrungen waren auf jeden Fall mindestens 6 Jahre pure Enttäuschung, wenn nicht mehr. Also angefangen mit der ersten selbstgebauten Dolly aus so PVC-Abflussrohren, voll das Schrottteil, war mega aufwendig, das aufzubauen irgendwo, hat nur genervt, hat total geschwabbelt. Dann habe ich mir irgendwann so einen Slider gekauft, hier in Köln, in so einem Laden, so einen Online-Shop, ja. Bei Amazon ist, die hatten aber so einen Laden auf den Ring. Ja, da war ich auch. Genau. Und mit dem Qualitätsmerkmal, alles, was die an Gier verkauft hatten, hatte diese blauen Plastikdinger, wo man mittlerweile weiß, das ist der Ramsch einfach. Und das war so ein Slider, der hatte in der Mitte, hatte der immer so einen Punkt, wo der so gebremst hat. Das heißt, du hast ihn geschoben, so. Und ich dachte mir, ja, okay, dann gebe ich da 100 Euro aus und wir kaufen mir den Konova K2 und auch der ist mega scheiße. Ich habe ja eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich hatte wahrscheinlich den gleichen Slider wie du dann, auch aus diesem Laden beim Hansaring in der Nähe. Ja, genau. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie du, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus, habe mir diesen Edelkrone-Slider geholt. Ja. Der erste Slider war, den ich kannte, der dieses System hat, dass die Fahrt länger ist als der Slider selbst. Ja, genau, also das sieht man hier so ein bisschen. Das hat bei Edelkrone nur auch nach einer Weile überhaupt nicht mehr geklappt. In der Mitte wurde es dann schneller. Das heißt, du hast in der Mitte beschleunigt. Das ist natürlich auch Quatsch. Und dann hast du noch irgendwie auf dem Teil einen Kopf und darauf die Kamera und dann wird ja auch dadurch schon alles schwabbelig. Ja, genau. Und dann hast du am besten noch ein schlechtes Stativ drunter. Richtig. Und hast die riesen Schwabbelaktion. Mit anderen Worten, Slider. Also das Konzept von dem Slider ist sowieso schon fraglich in der Bauform. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt hat aber Siepen mit dem Micro 2 einen Slider auf den Markt gebracht, der wirklich viele, viele gute Features hatte. Viele. Er behebt nicht alle Probleme. Er behebt das Grundproblem eines Sliders nicht, genau. Es bleibt eine schwabbelige Kackangelegenheit, aber sie haben es trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Also sie haben wirklich gute Aufnahmen damit gemacht mit kleineren Kameras. Ja. Weil die Dämpfung ist echt schön, du kannst den loslassen und dann stoppt er schön ab. Das mit der Dämpfung muss man vor allem sagen, das Schöne ist ja, dass eben nicht irgendwelche Geschwindigkeitsprobleme auftreten, wenn man mit der Hand slidet, sondern es bleibt sehr gleichmäßig. Man muss relativ viel Druck aufwenden und das ist sehr, sehr gut für super gleichmäßige Fahrten. Da war ich auch sehr begeistert, als wir den kleinen bekommen haben. Damals noch ohne Motor, den haben wir nachträglich erst angebaut. Man hat hier dieses Spinnenbein drunter, das heißt, man kann das ganz gut auch so breit auf den Tisch aufstellen. Dann ist der recht stabil. Der hat sogar eine Schnellwechselplatte dran, das heißt, du kannst das am Stativ befestigt haben und sehr schnell trotzdem wieder... Auch das funktioniert. Er ist super kompakt, also er passt auch meinen Rucksack rein. Und das ist schon direkt so das Problem bei dem Großen. Der ist zu groß. Alles verschwabbelt sich ja bis zum geht nicht mehr hoch. Es sei denn, du hast eine GoPro drauf oder sowas. Aber das nutzt man eigentlich mit so Also auf dem Stativ würde ich das Ding auch super ungern nur benutzen. Wir haben es jetzt getan, sogar mit einer C500 und das war wirklich die schwabbeligste Angelegenheit, die ich mir vorstellen kann. Es gibt einen netten Gedanken von Siepen, die haben hier unten nämlich diese Halterung mit befestigt, dass du so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Stativgrütze zusammenbauen kannst, die man dann... Nämlich so, kommst genau, da rein. Die kommen da rein und dann kannst du diese Enden hier an dein Stativ befestigen. Aber, und da sieht man schon, das klappt halt nur für kleine Fotostative. Weil diese Klammern für richtige Videostative von Sachen sind viel zu klein. Was ist das denn? Ja. Der Gedankengang von dem Hersteller ist wahrscheinlich zu sagen, ach geil, wir machen unser Ding nochmal größer. Und finde ich auch nicht verkehrt per se. Weil, aber für welche Anwendung? Pass auf, was ich oft gemacht habe, ist tatsächlich durch den Motor, da kommen wir gleich dazu, den einfach für so eine Art bewegte Timelapses zu benutzen. Ne? So eine Art Mini-Hyperlapse. Ja. Und dann ist die Laufstrecke plötzlich wieder sehr geil, wenn man halt nicht auf dem Stativ ist, sondern zum Beispiel auf dem Tisch oder auf einer Mauer oder so. Okay. Aber es ist definitiv ein Punkt, weil in Rucksack bekommst du das auf jeden Fall nicht mehr. Siepen schickt diese Tasche hier mit. Jetzt kommt der große Fail des Jahrhunderts, was ich wirklich nicht verstehe. Mit Motor passt er hier nicht mehr rein. Lass uns mal über den Motor sprechen, weil für mich ist, abgesehen von der Größe, die ich nicht toll finde, du siehst das anders, ist auch gut so,
Aber ich mag die Motoreinheit nicht. Okay, gehen wir mal positiv rein und sagen, wofür wäre es sinnvoll? Hast du da irgendwie eine spontane Idee? Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, motorisierte Timelapses oder auch wenn man eine bewegte Totale, also was wir ja manchmal machen ist, wir haben eine Totale gerade zu Corona-Zeiten. Da sind zwei Schauspieler im Bild, die sind gar nicht in einem Raum. Die haben sich nie getroffen. Das heißt, man dreht vielleicht zuerst den Schauspieler, der rechts im Bild ist und dann die Schauspielerin, die links im Bild ist. Und die sitzen zusammen auf dem Sofa, haben sich aber faktisch den ganzen Tag gar nicht gesehen. Aber wir machen es halt, weil wir eine intimere Szene haben mit etwas weniger Abstand, die aber ohne Maske oder so gar nicht möglich wäre. Und es kann halt cool sein, durch einen Motor so eine Szene zu drehen und bewegt zu machen. Und du kannst den Shot nochmal exakt so replizieren und plötzlich legst du zwei bewegte Bilder übereinander, ja, kannst eine Maske setzen und wow, ey, die Magie ist dann total krass. Ja, sozusagen das Low-Budget-Motion-Control-System. Genau. Was man auch gut machen kann, was inzwischen viel gemacht wird, als quasi unbesetzte Interviewkamera, die einfach ja, so ein bisschen hin und ja, her ja, super. Fährt. Also Interview ist nicht so unser Geschäftsfeld, aber klar, das finde ich ist wahrscheinlich die eigentliche Hauptanwendung, oder? Denke ich auch. Ich will jetzt direkt zum Negativen kommen. Okay. Was ich finde ist, ja, sorry. Guck mal, sagen wir mal, man ist jetzt eine One-Man-Army und macht so Interviews. Dann habe ich dabei eine Kamera, noch eine zweite Kamera, Ton, Licht. Ich muss mit meinem Kunden reden, ich muss mit dem Protagonisten reden, dem ich irgendwie eine Geschichte aus dem Leib quetschen will. So, und dann denke ich mir doch, dann möchte ich einen Slider haben, ein kleines, cooles Add-on, was mein Produkt ein bisschen geiler macht, der einfach funktioniert, der selbsterklärend ist. Dem mir das Leben einfacher macht. Richtig. Und dieses Teil macht mir das Leben nicht gerade einfach. Das große Problem ist, das haben wir gerade eben vor Beginn dieses Videos festgestellt, man nutzt Slider dann ja doch nicht jeden Tag. Und dadurch vergisst man einfach schnell wieder, wie ging das jetzt nochmal? Exakt. Und wir standen hier 5 Minuten so, ja, stimmt, so. Und das kann es halt nicht sein. Ja. Hier fehlt eigentlich ein kleiner Display, der einem kurz ansagt, was man gerade macht. Oder eine Erklärung, Knopf also macht welche Funktion. Also man hat sich ja die Mühe gemacht, hier 1000 Dinge drauf zu kleben. Es wäre jetzt ja kein Problem gewesen, drauf zu kleben. Schritt 1, choose Waypoint A bei Tapping bla 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 und so weiter und so fort. Haben sie nicht gemacht. Vielleicht sind wir da mittlerweile ein bisschen picky, aber ich finde, das ist ein nerviger Punkt, denn man braucht für fast alles eigentlich die App. Ja, und ich habe... Muss ich mal gerade reingrätschen, ich habe keinen Bock mehr auf Apps. Ich habe für jede Scheiße eine App. Ja. Ich will das nicht. Da muss ich mich überall anmelden und 1000 Passwörter und dann kriege ich außerdem noch ein Newsletter, weil ich den aus Versehen abonniert habe. Leute, wenn ich so ein... Ich sehe das eigentlich ähnlich. Inzwischen finde ich Apps ganz cool, jetzt wo wir die ganzen Aperture-Sachen und sowas haben und man Licht steuern kann, finde ich schön. Hier ist es ein bisschen schwierig, dass viele Funktionen nur mit der App funktionieren. Genau, good point. Weil wenn die Grundfunktion bei Aperture zum Beispiel an, aus, hell, dunkel, machst du an der Lampe selber. Ja. Wenn du mehr willst, benutzt die App. Alles cool. Und dieses Grundfeature, was wir eben schon erwähnt haben, dass man einfach loopt, hin und her fährt, dass das nicht ohne App-Möglichkeit... Haben wir noch nicht erwähnt. Genau, dass das nicht machbar ist an dem Motor. Genau, und das ist halt wirklich fail. Dafür braucht man die App und das ist die Grundfunktion meiner Meinung nach. Und das ist einfach wirklich dämlich. Ja. So eine Motorensteuerung ist ja ganz nett. Aber in dem Moment, wo ich keinen gesteuerten Kopf habe, macht die relativ wenig Sinn, weil wenn ich bei einem Interview die ganze Zeit einfach nur von links nach rechts fahre, dann fahre ich einfach aus dem Bild raus. Und da hat Siepen noch nichts für im Angebot. Ich kann echt nur hoffen, dass Siepen das noch nachliefert irgendwann mal. Ich meine, die hatten ja ursprünglich nur den kleinen Slider, dann kam der Motor, jetzt kamen die großen Slider. Ich glaube, da kommen ja noch Sachen. Ist ja noch eine junge Firma. Und die werden nicht doof sein. Ja. Wenn die jetzt irgendwas machen, dann als nächstes hoffentlich ein Remote Head. Das ist jetzt krasses Gemecker auf Videobasis. Ich habe trotzdem super schöne Timelapses damit gemacht und bin da auch sehr happy mit, weil ich finde, das lustig ist. Was ich nicht gedacht hätte, ich habe den viel fürs Vlogging benutzt tatsächlich. Weil man einfach irgendwie eben eine GoPro draufpackt, auf Zeitraffer-Modus stellt oder irgendwie eine Sony, whatever. Ja. Und dann stellt man in der App einfach ein, was man möchte, sagt, nimm die ganze Fahrt, lass dir eine Stunde Zeit. Ich möchte trotzdem nochmal weiter meckern. Ich bin gerade im Meckermodus und zwar, was ich nicht verstanden habe, hier sind so kleine Röllchen dran. Ja? So, jetzt kann man das hier so umknicken und dann hat man ein Röllchen auf seinem Slider. Und kann mir mal einer erklären, was das soll? Wofür? Ja. Also ich fand die Rollen am Anfang sehr, sehr lustig, als ich sie entdeckt habe. Und tatsächlich im offiziellen Werbevideo von Siepen nutzen die das auch als Tischdolly und bewerben das, dass du damit jetzt toll drehen kannst. Das ist richtiger Bullshit, muss man leider echt sagen. Vor allem, die sind halt aus Hartplastik, sind mega wackelig. Also das ist wirklich Quatsch. Es gibt von Siepen den Hühler Suction Cup. Wo ich mich frage, warum brauche ich für einen Slider einen Suction Cup? Ich bin mir sicher, es gibt irgendwie Leute da draußen, die jetzt sagen, was, ist doch voll geil, du machst den dann ans Marmor von der Sparkasse und machst eine Fahrt nach oben. Okay, good point, ja, kann man machen. Why not? Ich bin mir sicher, Kreativität hat da schon nochmal eine neue Dimension bekommen. Ja. Für unsere Zwecke... Schwierig.
Fazit für mich persönlich ist, ich würde hier gerne den Motor wieder abschrauben. Beim Kleinen? Ja, weil ich den Kleinen als manuelle Variante mega geil finde. Der ist schön kompakt, der dämpft geil, der stockt nie. Ja. Und wir haben schon so schöne Sachen damit gemacht. Ja, ja, ja. Und ohne Scheiß, das ist so ein Teil, das würde ich mit in Urlaub nehmen. Das schmeiße ich mir ins Auto rein. Und wenn man irgendwie in Sardinien gerade auf dem Feld steht, dann sagt man, boah, stark, pack ich ein, mache ich kurz eine Fahrt mit, super gut. Ja, und wir merken, also ich zumindest, seit wir den Motor dran haben, kommt er seltener zum Einsatz. Ja, ey, das ist der ultimative Beweis dafür, dass der Motor nicht so richtig geil ist. Wir sind ja in der Luxusvariante trotzdem beides zu haben und auf dem Großen würde ich den Motor lassen, weil ich den, wie gesagt, für Timelapses und sowas schon einfach geil finde. Ja. Als Kaufempfehlung finde ich den Großen trotzdem kritisch, weil er ist zu filmschig und wackelig für richtige große Kameras. Mhm. Also jetzt irgendwie cinematische Bilder für einen Endkunden würde ich damit nicht machen wollen. Und ich finde, gleichzeitig ist er aber auch zu fett, um damit irgendwie schön zu reisen. Als One-Man-Army-DSLR-Shooter finde ich, ist das sehr cool. Das ist schon wieder Overload. Ja, und es gibt ja noch einen dritten tatsächlich, der quasi von der Länge her zwischen unserem Kleinen und dem Großen liegt. Das ist dann der Micro 2 600. Ach, also die heißen alle Micro 2? Ja, heißen alle Micro 2, 600 der mittlere, 400 der kleine und 800 der große, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott. Und das E steht eben immer für den Electronic Motor. Ah, toll, ey. Da blicke ich durch. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an, kennst du noch damals von Zion, der Crane 2 ja, oder der Crane ja V2? Genau. Und dann kommt irgendwie die Weebill, der Weebill S, der Weebill Lab. Und spätestens dann blickst du gar nicht mehr durch. Und dann fragen wir Leute, ey, welchen Gimbal nehmt ihr? Und wir so, Zion. Guck mal online. Eine Frage noch zum Ende. Wir haben jetzt ja viel über unsere traurige, wir suchen den perfekten Slider-Side gefunden, die ja mal locker 8 Jahre gedauert hat. Habt ihr einen Tipp, habt ihr Erfahrungen gesammelt mit Slider-Systemen, die, ich sag mal, im preislich interessanten Bereich maximal 350, 400 Euro liegen, wo ihr eine Empfehlung aussprechen könnt? Weil wir werden sehr, sehr häufig gefragt, hey, was für ein Gimbal nutzt ihr, was für ein Slider? Und abgesehen von dem 7. haben wir nie eine gute Empfehlung parat. Und ich glaube nicht daran, dass es nicht noch bessere Modelle oder andere gute Modelle auf dem Markt gibt, die günstig sind, weil so komplex ist die Technologie jetzt doch nicht. Das stimmt. Und vor allem will man sich mittlerweile, also ich zumindest, möchte mir nicht alle Sliders kaufen und ausprobieren. Das ist doch scheiße. Die Enttäuschung waren einfach schon zu groß. Ja. Von daher, ich finde es cool. Wenn ihr Empfehlungen habt, gerne ab in die Kommentare. Freuen sich alle drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Like und Abo und so natürlich noch. Und dann tschüss. Tschüss. Gut. Jo, passt. Super.